In Kiel, im schönen Norden von Deutschland, und ich darf euch durch unsere 400 Quadratmeter Villa jetzt so eine kleine Einsicht geben, wie wir so wohnen. Bitteschön. Gleich beim Eingang, das WC eigentlich, das ist vielleicht nicht so besonders. Dann das Präsidentenzimmer sozusagen. Meine große Koje mit vielleicht ein Schwenk auf den Ausblick auf schöne Grashalme. Nicht so schlecht, oder? Unser Kameramann Dominik hat gesagt, ich soll ein bisschen zusammenräumen, normal schaut es nicht so aus. Übrigens, wenn man vielleicht darüber schaut zu unseren Nachbarn, der poltert immer in der Früh. Schaut jetzt, ob irgendjemand im Auto drinnen sitzt und wird wahrscheinlich gleich durch unsere Haustür reinkommen und fragen, wo der Autoschlüssel ist. Looking for the car key? Hey, hörst du die, die durch Voice? Auf der Camping. Car key, hier. Jetzt befinden wir uns in unserem Wohnzimmer, in unserer Chill-Out-Area, in unserer Küche, in unserem Esszimmer, in unserem Arbeitszimmer. Leider haben wir keinen Geschirrspüler. Normal suchen wir immer Unterkünfte mit Geschirrspüler, weil bei uns ist irgendwie jeder abwaschfaul. Aber ja, es trocknet das Geschirr vor sich hin. Hier unser schöner Arbeitstisch und Esstisch mit unseren Nahrungsergänzungsmitteln, mit unserer guten Musik. Gleich auf der anderen Seite die Chill-Out-Area. Bubs hier, Standardplatz mit unserem Couchtisch, wo auch die wichtigsten Sachen drauf sind. Der Toaster am Ofen, weil wir keinen Strom haben, deshalb müssen wir den Ofen anmachen, um zu toasten. Angelo, found the invoice? Wir haben gestern die Unterkunft mit der Rechnung und heute ist die Rechnung weg. But where did you put it? Angelo wird jetzt die nächsten paar Stunden beschäftigt sein, die Rechnung zu finden von der Unterkunft. Ja, vielleicht ein kleiner Schwenk auf unsere Aussicht, wo jeder Unterkunft hat ihre Drohne. Das ist die vom Dominik mit schönen Steinen auf der Veranda. Das macht der Dominik jeden Tag in der Früh. Geht er am Strand, sucht sich die schönsten Steine und legt sie uns auf die Veranda, weil das Glück bringen soll. Danke Dominik dafür. Ja, und sonst geht es hier weiter in einem sehr, sehr langen Gang in das Geheimzimmer. Dominik, du hättest ein bisschen lüften können. Also wirklich so frech. Bei mir sagst du, ich soll mein Zimmer aufräumen, weil du filmen wirst. Und dann dein Zimmer. Bett nicht gemacht. Ja, und das da, was muss man dazu sagen, das hängt sich der Dominik überall auf. Egal wo er ist, nimmt er sich das mit, ja. Das ist so eine Art Dreamcatcher.
Das ist unsere coole Candidate-Kappe, die hier. Kann man die kaufen? Bald einmal hoffen. Ja. Es fragen echt viele Leute, ob sie diese Kappe kaufen können. Sie ist auch ziemlich cool. Das Problem ist nur, ich kann deine Kappe nicht verwenden, weil die ist zu klein für mich. Also, schau, es geht nicht weiter rauf, aber mit ein bisschen Vergrößerung passt auch mir die Kappe. Ja, sonst kann ich zu deinem Zimmer noch irgendwas sagen? Sollen wir in deinem Schrank reinschauen? Oh, schau. Noch so ein Dreamcatcher. Hast du diesmal zwei mitgenommen? Du bist echt der Ärgste. Wow, da ist aber aufgeräumt. Hast du für jeden Tag eigentlich ein T-Shirt mit? Kalkulierst du so? Und für jeden Tag eine Unterhose? Oder Reserve auch? Reserve? Nein, immer so, dass ich gehe immer davon aus, dass ich mich pro Tag zweimal zu. Ja, ich nehme meistens viel zu viele Sachen mit. Und kommt dann mit einer, in der Tasche ist dann die Hälfte der Tasche Schmutzwäsche und die Hälfte der Tasche ist immer noch schöne, gute, normale Wäsche. Ich gehe mal davon aus, dass irgendwas passiert und wir hier vielleicht für immer bleiben. Ja, viel mehr gibt es eigentlich nicht herzusagen in unserer schönen Villa. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, meine tolle Haus, sagt man da. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die schöne Hausführung, und jetzt werden wir wohl in den Hafen fahren. Es ist immerhin schon 8 in der Früh. Dann bist du schon mal deine Drohne geflogen? Bin ich nicht deine Drohne kurz mal in Uruguay geflogen? Vielleicht. Ja. Ich habe dich hier jetzt in die Höhe gelockt. Ja. Um dir mal zu zeigen, wie mein Job so aussieht, nämlich am Wasser. Ich erinnere mich an unsere Aktion zusammen, als wir am Segelboot waren. Jetzt locke ich dich quasi auf mein Terrain und das ist dieses hier. Easy. Du glaubst, dass du jetzt die Drohne fliegen wirst, dem ist aber nicht so. Wir tauschen nämlich, okay. Du gibst mir das hier und bekommst das hier in die Hand. Alles klar. Ich würde dich jetzt mal bitten, Richtung Drohne rüber zu filmen. Ja. Es ist nämlich so, dass ich am Wasser die Kamera halte und nicht zwingend immer mit der Drohne unterwegs bin. Und die Kamera, das ist nicht, gar nicht mal so leicht, die gerade zu halten, wenn du mit deinem Segelboot über Wellen drüber fährst. Und ich möchte einfach nur kurz einmal demonstrieren, wie das circa ist. Bist du bereit? Ja, kann ich das zoomen auch? Ja, du kannst zoomen auch. Wo? Ja, oder hier zum Beispiel. Damit wo? Das ist ein Schatten. Wenn du nach oben drückst, kannst du zoomen. Okay, da kommen wir so ein Stückchen hin. Fantastisch. Ja, aber das wird nicht scharf. Dann helfen wir dir. Du siehst, womit ich nicht zu kämpfen habe. Ja, passt. Es ist folgendermaßen. Jetzt geht der Simulator gleich los. Bist du bereit? Warte kurz, ich zoome wieder raus. Taktisch gut, das hilft dir. Ja, das passt. Dann, bist du bereit? Ja. Aber deine Kamera wird kaputt, gell? Go for it. Okay, das geht ja. Ja. Wenn uns jemand sieht. Oh oh. Das war's mit der Drohne. No worries. So I can do the coaching tomorrow and you will be flying the drone. Easy. Macht am Spaß. Ja, weil das Ganze ist so happy. Ja? Das ist fantastisch. Easy. I also want to fly now. Look. Here you can see. But where is the drone? It must be somewhere there, I think. Fuck, so far. Yeah, it's like 100 meters in the air. Okay, let's see if we can see Kiel. Look, now I go direction of Kiel. Oh, come back, come back. No batteries.
Malcolm is fine. Where is he? He's not coming back anymore. It must be, we are almost over the sea. No. Bist du bereit? Der Simulator geht weiter. Oh Gott. Bist du bereit? Ja. Wasser dazu? Ja, ausgezeichnet. Spritzwasser, wir haben jetzt leicht. Da bewegt sich gar nichts bei mir. Wir werden es uns dann nicht anschauen. Ja. Wird es sich angefühlt für dich, der Naka 17 Filmsimulator? Ja, Wahnsinn, ziemlich geil. Manche behaupten, dass Angelo die Rechnung immer noch sucht. Nicht vergessen, Candidate Sailing zu abonnieren. Wir sehen uns in 2 Wochen.